Ich weiß jetzt nicht, wer das hier hören muss, aber ich muss es euch sagen. Es ist okay, Menschen hinter dir zu lassen, mit denen du nichts mehr zu tun haben willst. Es ist okay, sie gehen zu lassen. Es ist völlig okay. Lass dir von keinem etwas sagen, so, ah, aber das kannst du doch nicht tun, weil das ist doch Familie. Das sind doch Freunde, die liebst du doch. Bla bla bla. Lass dir von keinem was sagen. Es ist völlig okay, sie gehen zu lassen, wenn sie dich schlecht behandeln, nicht respektvoll sind. Egal was sie tun, was dich verletzt. Oder sie hintergehen dich oder was auch immer sie tun. Es ist okay, sie gehen zu lassen. Es ist okay, sie loszulassen. Es ist okay, sie hinter dir zu lassen. Wenn du dir dein Leben am Aufbauen bist, wirst du oft feststellen, dass du es manchmal mit Menschen zu tun hast, die einfach nicht in dein Leben passen. Und dann kreuzen sich dir diese Gedanken so: Ey, ich glaube, ich muss diesen Menschen hier loswerden. Dann kommen immer diese Gedanken. Die Gedanken kommen immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ey, du musst ihn gehen lassen. Du musst sie gehen lassen. Ey, dieser Mensch ist nicht für dich. Ey, dieser Mensch ist nicht für dich. Ey, das hier passt nicht mehr. Diesen Menschen musst du hinter dir lassen. Manchmal müssen wir Menschen hinter uns lassen und das ist völlig okay. Es ist okay. Fühl dich nicht schlecht deswegen. Nur weil du merkst, diese Beziehung ist nichts mehr. Oder diese Freundschaft, oder diese Familie, oder sonst irgendwas. Dieser Beruf. Es ist okay, Dinge und Menschen hinter sich zu lassen. Lass dir von keinem was sagen, der dann sagt, aber das kannst du nur nicht. Das kannst du nur nicht. Du kannst alles tun, was du willst. Solange es dir gut tut. Das heißt jetzt nicht, wir tun nur, was uns gut tut und schaden damit anderen. Nein. Wir müssen ja keine Tyrannen sein. Nein, natürlich nicht. Aber um uns zu schützen, müssen wir manchmal Menschen hinter uns lassen. Das ist einfach so. Diese Menschen gehen mit dir nicht gut um, sind respektlos, hintergehen dich, sind nicht loyal, wissen nicht, wie sie mit dir zu reden haben. Dir geht irgendwas auf den Zeiger, was diese Menschen tun. Und deswegen kommen die ganze Zeit diese Gedanken von wegen, ich muss diesen Menschen hinter mir lassen. Und das ist völlig okay. Es ist völlig okay, sich von Menschen zu lösen. Halte niemals an Menschen fest, die nicht für dich sind. Deswegen, es ist völlig okay, Menschen gehen zu lassen. Es ist völlig okay. Fühl dich überhaupt nicht schlecht deswegen, weil Menschen werden kommen nur noch, Außenstehende vielleicht oder die Menschen selbst mit Schuldgefühlen. Ah, das kannst du nicht tun, fühlst dich nicht so, ah, schämst du dich nicht, bla bla bla. Und wollen dir Schuldgefühle einreden. Nur damit du sie nicht hinter dir lässt, damit du sie nicht gehen lässt, damit du an der Beziehung festhältst, damit du an der Freundschaft festhältst, an der Familie. Aber das ist falsch, was diese Menschen tun. Deine innere Stimme muss immer lauter sein als die außenstehenden Stimmen. Deine innere Stimme ist es, die dich lenken sollte. Du kannst dir Ideen anhören und Ratschläge geben lassen, aber im Endeffekt musst du dich ja entscheiden. Und deine innere Stimme, das ist dein höheres Selbst, auf das musst du hören. Das will nur das Beste für dich. Und wenn dein höheres Selbst dir sagt, ey, dieser Mensch ist nicht für mich, ey, diesen Menschen hier musst du loswerden, ey, diesen Menschen musst du hinter dir lassen, ey, dieser Mensch muss aus deinem Leben raus, dann hör auf diese innere Stimme. Denn jedes Mal, wenn du es nicht tust, verrätst du dich selbst. Und es fühlt sich auch genauso an. Diese Menschen sagen, na, das kannst du nicht, das kannst du nicht. Und dann hast du das Gefühl, du verrätst dich selbst.
und bleibst dann ja nur zusammen mit diesen Menschen, weil um diesen Menschen da glücklich zu machen und sowas. Aber jedes Mal verbringst Zeit mit diesen Menschen und es fühlt sich so an, wie als hättest du dich selbst verraten, weil es einfach nur noch Ballast ist. Die ganze Zeit, ey, ich will hier nicht sein, ey, dieser Mensch ist nicht für mich, ey, er geht nicht richtig mit mir um, ey, es gefällt mir überhaupt gar nicht, ich muss hier raus aus dieser Situation. Du hast die ganze Zeit diese negativen Gedanken, hör doch endlich mal darauf. Deswegen lass dir nichts einreden von irgendwelchen Menschen, die denken, dass die wüssten, was das Beste für dich ist, obwohl sie nur ihr eigenes Bestes wollen. Weil das ist das Problem dann mit diesen Menschen. Die reden dir dann ein, dass du das und das nicht kannst, dass du die ja nicht hinter dir lassen kannst, weil das ja voll assi ist und sonst irgendwas. Aber die denken ja nur an sich. Die denken nur an sich. Deswegen musst du jetzt mal ein bisschen mehr an dich denken. Die meisten denken doch eh nur an sich. Die meisten sind doch eh nur egoistisch. Hand aufs Herz. Die denken keine Sekunde an dich, was für dich gut ist. Deswegen, jetzt musst du mal einen gesunden Egoismus haben und mal erkennen, okay, diese Menschen sind nicht für mich. Ich höre jetzt auf mich, lass die jetzt hinter mir. No matter what. Da können die auch kommen und heulen und sonst irgendwas sagen. Ja, das ist mir jetzt komplett egal. Ich höre jetzt auf mich. Das ist gesunder Egoismus. Weil, wenn du das nicht hast, dann bleibst du immer dieser People-Pleaser, der es anderen gerecht machen will, der andere glücklich machen will. Und du bleibst immer unzufrieden und unglücklich zurück. Du bleibst immer kaputt zurück, aber du baust andere auf. Und wie unfair ist das? Andere bauen dich ab oder, wie soll ich sagen, andere ziehen dich runter und du ziehst die hoch. Dumm gesagt, aber genauso ist das dann. Und genau deswegen kriegst du ja die ganze Zeit diese Gedanken von wegen, oh, ich muss die hinter mir lassen, weil du das Gefühl hast, du wirst runtergezogen von denen. Und je mehr du mit denen bleibst, desto mehr ziehen die dich runter. Und du versuchst die hochzuziehen, versuchst die hochzuziehen, versuchst die hochzuziehen, versuchst alles. Ja, vielleicht ist das das. Du hast alles versucht und jetzt hast du die Schnauze voll. Ich kann dich verstehen. Jetzt stehst du deinem Wort. Denn deine Gedanken sind die ganze Zeit, ich muss diesen Menschen hinter mir lassen. Steht zu deinem Wort. Steht zu deinen Gedanken. Und werde ihnen gerecht. Und dann wirst du merken, wie es dir dann besser gehen wird. Deswegen ist es völlig okay, Menschen hinter sich zu lassen, weil danach, vielleicht im Moment, man fühlt sich schlecht. Weil es sind gute Freunde, es ist Familie und es schmerzt und dies und das. Und man ist hier in einer Beziehung gewesen und es tut weh, ja, diese Menschen hinter sich zu lassen. Im Moment tut es weh. Aber ich garantiere dir, danach wird es dir besser gehen. Vielleicht nicht direkt, direkt und eine Woche später, aber danach, ja. Wenn eine gewisse Zeit vergangen ist und du merkst erstmal, ey, ich habe viel mehr Ruhe, ey, ich habe viel mehr Zufriedenheit, ich bin viel zufriedener, ey, ich habe viel mehr Frieden, ey, ich habe viel mehr Selbstsicherheit oder sonst was, viel mehr Stabilität, was weiß ich. Danach wird es dir besser gehen. Ich garantiere es dir. Deswegen höre auf deine innere Stimme, höre auf dein höheres Selbst. Deswegen, das kommuniziert immer mit dir. Dein höheres Selbst kommuniziert immer mit dir. Diese Gedanken, oh, das geht mir auf den Zeiger, ah, das war jetzt falsch, ah, ich lasse mir das nicht mehr gefallen, ah, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Job. Höre auf diese Gedanken. Auch so Thema Job oder sonst was, ich sag's jetzt auch noch. Deine Arbeitskollegen, ach, was willst du denn für einen anderen Job machen? Ach, du kannst doch jetzt nicht kündigen. Ach, du kannst doch jetzt nicht den Job wechseln. Ach, du kannst doch jetzt nicht dies. Ach, du kannst doch jetzt nicht das. Hör nicht auf diese Menschen. Deswegen gebe ich euch jetzt dieses Video. Vielleicht hast du die ganze Zeit schon diesen verdammten Gedanken, dass du diesen Job dahinter dir lassen musst. So, du musst jetzt Goodbye sagen zu deinem Job und musst jetzt hier den neuen Job hier machen. Oder eine neue Ausbildung oder Betrieb wechseln oder sonst was weiß ich, ja, was du jetzt machen willst, aber du musst es jetzt tun. Die ganze Zeit, du hast diese Gedanken, höre auf sie. Höre auf sie und erfülle, wie soll ich sagen, diese
Verlangen, die du hast. So, ey, ich will jetzt nichts mehr mit diesem Menschen da zu tun haben, wenn ihr versteht, was ich sage. So, ich will jetzt nichts mehr mit diesem. Dann erfüll das. Erfüll das. Mach dich selbst glücklich, indem du deine innere Stimme stillst. Ja, du machst die glücklich. Deine innere Stimme sagt dir dies, deine innere Stimme sagt dir das. Hör auf die. Hör endlich mal auf die. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. So, hör endlich auf deine innere Stimme. Die ganze Zeit redet die zu dir. Die ganze Zeit, die ganze Zeit, die ganze Zeit. Und vielleicht hast du es die ganze Zeit ignoriert. Jetzt hör auf, die zu ignorieren. So oft ignorieren wir diese innere Stimme. Und die kommuniziert mit uns und sagt uns und zeigt uns den Weg und dies und das. Eigentlich, du weißt schon alles. Aber du hörst nicht auf dich. Eigentlich, deine innere Stimme sagt dir alles klipp und klar. Würdest du endlich mal auf deine innere Stimme hören, ja, dann müsste ich dir auch nichts sagen. Dann müsste ich das hier gar nicht tun. Würden die Leute endlich mal auf ihre innere Stimme hören, dann gäbe es keine Probleme mehr auf der Welt. Auf jeden Fall. Deswegen hör endlich auf deine innere Stimme. Mach nicht den Fehler wie alle anderen Menschen gefühlt, die überhaupt gar nicht auf diese Stimme hören. Oh, dieser Freund ist nicht gut für mich. Ja, aber ich kann ja nicht, weil das ist ja ein Freund und wir kennen uns so und so lange. Ja gut, dann bleib mit dem zusammen und lebe jetzt ewig mit dieser miserablen Stimme in deinem Kopf. Ah, ich habe keinen Bock mehr, ich hasse ihn. Aber lebst weiterhin mit dem. Okay. Habe ich kein Mitleid damit. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Deswegen erschaff dir dein Glück, indem du die Menschen hinter dir jetzt endlich mal lässt, die nicht für dich sind. Die Situationen, die Dinge, die, was auch immer es ist, was du hinter dir lassen musst, lass es hinter dir, um endlich aufzusteigen aufs nächste Level. Denn du kannst erst aufsteigen, wenn du bereit bist, diese Menschen da hinter dir zu lassen. Nur dann wirst du aufsteigen. Nur dann kommst du aufs nächste Level, wenn du diesen Ballast da endlich mal loswirst. Weil nichts anderes als das ist das. Es ist Ballast. Diese Menschen, diese Dinge, diese, was weiß ich, was es ist in deinem Leben. Es ist Ballast. Werde den Ballast los. Deswegen sag goodbye. Kehr dem Ganzen den Rücken. Gewinn Land. Gewinn das Weite. Hau ab. Geh. Verlass diesen Menschen. Und es ist völlig okay. Fühl dich nicht mal schlecht. Natürlich, man fühlt sich schlecht im Moment, ja, aber ich sag dir, fühl dich nicht mal schlecht deswegen, weil oftmals stehen wir uns selbst dann im Weg. Und wir fühlen uns dann schlecht und ja, ich kann ja nicht, das ist ja Familie und oh, diese Scham, diese Schande, diese Reue, die ich spüre und was weiß ich alles so, was weiß ich, was man da alles fühlt dann in diesem Moment. So, jetzt leg mal die Gefühle beiseite. Bleib mal logisch. Deine Stimme sagt dir die ganze Zeit schon diese Sache. Hör endlich mal auf die Stimme, Mann. Und du wirst merken, wie es dir danach besser geht. Weil erstmal musst du durch den Schmerz gehen. Dann bist du durch den Schmerz gegangen und dann kommt die Belohnung. Das ist immer so. Deswegen ist es völlig okay, Dinge hinter sich zu lassen. Menschen hinter sich zu lassen. Das ist völlig okay. Vielleicht tut es erstmal weh. Auf jeden Fall. Aber danach werdet ihr euch besser fühlen. Und das muss euch klar sein. Natürlich tut das weh. Natürlich geht das nicht einfach so spurlos an einem vorbei. Aber dennoch, wenn deine Stimme dir die ganze Zeit das sagt, dass du diese Menschen loswerden musst, dann musst du es tun. Du hast keine andere Wahl. Und wenn du dich dagegen entscheidest, entscheidest du dich gegen dich selbst. Du kämpfst gegen dich selbst. Deswegen hör auf, gegen dich selbst zu kämpfen. Hör auf, gegen dich selbst zu kämpfen. Warum kämpfst du gegen dich selbst? Warum tust du dir selbst das an und verschwendest dein Leben? Wie gesagt, egal wer es ist, wenn sie dir ihr wahres Gesicht zeigen und dir zeigen, dass sie nicht zu dir gehören, dass sie nicht für dich bestimmt sind,
Verlass sie. Lass sie gehen. Lass sie los. Lass sie hinter dir. Lass sie stehen. Da, wo sie sind. Da, wo sie hingehören. Zieh weiter. Zieh weiter und bau dir dein Leben auf. Eventuell, wenn es doch die richtigen Menschen sind, sie werden dich verstehen. Deine Familie vielleicht. Deine Freunde vielleicht. Vielleicht im ersten Moment, ah, du bist so, dies, das, dich sieht man ja gar nicht mehr. Dann lassen die dich in Ruhe. Und dann merken die vielleicht, vielleicht ist keine Garantie, aber vielleicht dann, hey Bro, jetzt sehe ich, warum du das getan hast. Weißt du was, zieh durch, lass dich nicht aufhalten, so, ich sehe jetzt deine Vision. So, weil vielleicht können die nicht das sehen, was du siehst. Und du musst denen erstmal so zeigen, hey, ich muss mich jetzt selbst wählen, weil die ganze Zeit, ich habe euch unterstützt. Es ist nicht wirklich was gekommen. Ich muss mein Leben jetzt aufbauen. Ich muss jetzt an mich denken. Ich muss jetzt an mich denken. Und wenn es die richtigen Menschen sind, werden sie es verstehen. Wenn es die falschen sind, lass sie stehen. Ganz einfach. Deswegen, wenn du damit Probleme haben solltest, so du hältst noch zu sehr fest an Menschen. Du kannst nicht Goodbye sagen, ja, du kannst keinen Schlussstrich ziehen, warum auch immer. Du machst es dir irgendwie schwer, dieses Loslassen. Ja, du tust es dir irgendwie damit schwer. Dann kannst du gerne, wenn du magst, ein Coaching mit mir buchen. Link in der Beschreibung. Dort sind alle Links verteilt, wo und wie ihr mich erreichen könnt. Deswegen, weil Loslassen ist ein Prozess. Aber ich garantiere euch, wenn ihr durch diesen Prozess geht, ihr werdet stärker, ihr werdet weiser, ihr werdet klüger, ihr werdet smarter, ihr werdet schärfer im Verstand, bewusster. Alles wird besser. Alles wird besser, wenn man endlich durch diesen Prozess geht. Was, das ist Erwachsenwerden. Das ist wahrhaftig Erwachsenwerden. Wenn man das mal lernt, Entscheidungen zu treffen, sich für sich selbst zu entscheiden, sich selbst nicht mehr hintergehen, sich selbst nicht mehr verraten, auf sich selbst hören. Das ist meiner Meinung nach, das ist wirklich Erwachsensein. Denn das zeigt, du kannst gute Entscheidungen treffen, was viele leider nicht können. Deswegen sei du mal jetzt derjenige, der gute Entscheidungen trifft. In diesem Sinne, wir sehen uns das nächste Mal.